Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Heute zeige ich euch einmal einen Akkutrimmer von der Firma Husqvarna. Das ist ein Profi- bis Halbprofi-Gerät mit einem entsprechenden Schnellladegerät, den QC330 dazu. Und den aktuell stärksten Akku, weil der ganz neue ist nämlich noch nicht lieferbar. Das ist der Typ BLI 150. Der hat 151,2 Wattstunden Kapazität, kann man für verschiedene Geräte hernehmen, geht für Motorsäge, Rasenmäher, Trimmer, also gibt es einige Akkugeräte, könnt ihr immer den gleichen Akku verwenden. Der Akku hat eine Ladeanzeige, heißt, man drückt bloß hier auf den Knopf, der heißt, der ist jetzt nur vorgeladen. Vor dem ersten Einsatz sollte man voll aufladen, das heißt, Ladegerät an die Steckdose, ganz normal, wird einfach eingesteckt. Hier ist Kabel dran, ganz normale Lichtstromsteckdosen anstecken und der Akku selber, der wird einfach hier bloß ins Fach reingesteckt und lädt dann entsprechend auf mit Überwachung, Kontrolle, wo automatisch abschaltet, wenn jetzt der Akku kaputt wäre oder irgendwas anderes ist, und zeigt man entsprechend auch an, wenn der Akku voll aufgeladen ist. Jetzt zum Demonstrieren können wir es schon machen, aber ansonsten vor dem ersten Einsatz natürlich voll aufladen. Der Akku wird einfach ins Gerät bloß eingesetzt. Den braucht man bloß nehmen, seitlich, passt bloß von einer Seite, einfach reinstecken, bis er hier mit den Verriegelungen einrastet. Zum Rausmachen braucht man bloß hier beide drücken, anziehen und rausnehmen. Ganz einfach. Das Gerät von Husqvarna hat eine Besonderheit. Das hat nämlich verschiedene Funktionen. A, einschalten, hier. Zeigt grün an, dass er so viel Kapazität noch hat, dass ich jetzt mähen könnte. Dann Öko-Taste, das ist hier. Die kann ich aktivieren, wenn ich jetzt nur niedriges Gras habe, am Rand, wo nicht so stark ist. Da tut er weniger Leistung ziehen, dann komme ich länger aus mit dem Akku. Kann ich hier auch so und einschalten und dann noch hier rechts und links Lauf. Also den kann ich umschalten, ob er rechts rum oder links rum läuft. Hat den Vorteil, ich kann dadurch verhindern, dass es meinetwegen, wenn ich es irgendwo neben einem Pflaster mache, dass es mal aufs Pflaster drauf schmeißt, dann stelle ich die Drehrichtung so ein, dass es vom Pflaster weggeschleudert wird, das Gras. Dann muss ich danach nicht den Weg, auch mein Pflaster, den Weg wieder sauber machen, sondern ich habe es im Rasen drin, da wo es sowieso nichts macht. Zum Einschalten ist es jetzt auch ganz einfach. Man nimmt das Gerät, gescheit in die Hand. Faden ist neu, was zu viel ist, schneidet automatisch das Messer ab, rechts oder links. Da ist bloß noch eine Schutzfolie drauf, damit man sich nicht verletzt. Die kann man auch runternehmen dann. Zum Nachstellen kann man einfach kurz auftippen und dann laufen, dann stellt er automatisch den Faden nach. Das, was jetzt zu viel ist, schneidet er ab, indem man aktiviert. Sperrhebedrücker oben und unten einfach einschalten. Das war im Endeffekt der Mähfaden, wo ein bisschen zwei draus war. Das hat er jetzt automatisch gekürzt auf das entsprechende Maß. Der Fadenkopf ist nachfüllbar, also ihr braucht nicht jedes Mal eine neue Spule kaufen, sondern die Mähfäden haben wir in verschiedenen großen Rollen am Lager. Kann man bei uns auch online bestellen. Also ich empfehle euch da über den Oregon Duoline Plus. Das ist ein leiser Mähfaden, zwei Komponenten mit extra harter Hülle. Da haben wir aber ein separat Video auch zum Thema Mähfäden und was man auswählt. Ganz wichtig, niemals stärkeren Durchmesser verwenden, als wie original montiert ist, weil viele Kunden gingen her und deren da einfach einen ganz dicken Faden rein und dann macht man das Gerät kaputt, weil es überlastet wird, hat man weniger Leistung und ist nicht sinnvoll. Also ganz wichtig, man kann schon verschiedene andere Fäden auch verwenden, aber niemals einen stärkeren Durchmesser. Das war's eigentlich. Einen Griff könnt ihr noch verstellen, wenn ihr wollt. Da ist ein Schnellverschluss, rauf oder runter, kann man anpassen. Was auch noch ein Vorteil ist, das Gerät ist sehr lange, also auch für große Kunden geeignet. Weil bei vielen Akkutrimmer, die haben da wesentlich kürzer, heißt, ich muss mich dann immer runterbücken, wenn ich mähen tue, das geht auf Dauer aufs Kreuz. Also bei dem Gerät, das ist wirklich schön lang, wie ein Benzintrimmer oder Rasenmäher, eine Benzinmotorsense, also man tut sich auch wesentlich leichter.
Das war es eigentlich dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, bei mir kriegt ihr eine komplette Einweisung, Beratung. Wenn irgendwelche Probleme kommen, wir machen Wartung, Reparatur, Service, alles. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, macht es, gefällt mir oder teilt es oder liked es, wie auch immer. Dankeschön.